Okay. So, einen schönen... So, einen wunderschönen guten Tag hier aus Camp Blindwort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zum Thema Ford Ranger, den wir getestet haben oder gefahren haben. Und wir haben das Auto einfach behalten. Nein, doch. Ja, der ist echt cool. Ja, der fährt sich super. Und wir haben festgestellt, dass wir so ein Auto, so als Firmenwagen, benötigen oder gebrauchen könnten. Nein, doch. Und der wird cool. Wir werden den Wagen hier für uns als Firmenwagen nutzen. Ne? Und dafür brauchen wir ein paar schöne, dicke Räder. Und da haben wir uns entschieden für La Santi. Ne? Der Don ist ein Kumpel von mir. Wir haben schon... Don, ich verrate es gerade. Wir haben schon viele, viele lustige Abende in Las Vegas verbracht. Ja. Und mit ihm ist halt immer lustig. Ein ganz, ganz cooler, lustiger Typ. Und er sagt, er ist der Profi für 4x4. Oh, jo. Gut. Er ist der Profi für 4x4 in Deutschland. Warum haben wir uns für diese Felgen entschieden? Weil. Steht da was? Weil weiß ich auch nicht. Hatte ich draufgeschrieben. Die Felgen haben TÜV. Und wir möchten ohne TÜV nichts mehr kaufen. Krass. Man sieht noch nichts. Was? Siehst du nicht? Man sieht noch nichts. Okay. Ja, warte. Warte. Okay, das ist echt krass. Guck mal. Ja, guck mal, ja, was für ein geiler Deckel. Krass, oder? Macht das her, ne? Oh. Ich hatte die Sterne hier. Oder diese Kappen, oder was ist das? In schwarz gemacht. Oder wir müssen das schwarz machen. Dann ist das nur schwarz-rot, nicht silber. So nicht anders. Also machen wir die Gurke hoch und dann machen wir Ansteckprobe und dann müssen wir noch gucken, welche Reifen wir drauf machen. Ob so dicke Offroad oder Straßenreifen. So, Offroad. So richtig Hardcore-Version, ja? Passend zu einem... Zu uns. hier werden wir wahrscheinlich kein White Body bauen. Ne? Obwohl sich eigentlich das anbieten würde. Ne? Andererseits, wir ohne White Body Firmenwagen. Geht nicht. Eigentlich nicht. Ne? Aber erstmal machen wir für Sommer machen wir ein paar Räder drauf. Und wir verlieren den cool, oder? Oh. Dann stell die Kamera weg und dann hilfst du mir, diese Felgen hier drauf zu machen. Darfst du die obere zeigen? Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Doppellochkreis war gestern. Ach, schon krass, dass das alles hält, ne? Das ist nur so ein bisschen Alu. Ich meine, der Ford oder Pickup, das ist ja kein leichtes Auto, ne? Boah, guck mal. Die passen überall. Krass. Such dir ein Loch aus. Bei dem Felgen. So, komm mal. Ich mach die drauf und die Schrauben. Die Schrauben sind... Identisch, sehr. Da. Muttern. Die Mutter, nicht der Vater. Also mal ganz schön leicht, ne? Also ist okay. Von Gewicht her. Boah. Belzec sucht die Löcher. Passen nicht. Oder? Nein, die passen nicht. Das sind 600 Löcher, Felgen. Aber sieht cool aus. Was nimmst du, eine Mutter? Sechs Loch. Schiss.
Hast du gesehen? Georg, wir brauchen einen neuen Georg, Sauerländer, was ist das? Kaputt. Das war zu schnell. Der Belzec ist halt brutal. Ich weiß. Das war aber nicht lustig. Hab ich voll erschrocken. Geil. Geil. Die sind so klein. Wow. Hat mich aber erschrocken, der. Feueralarm. Feueralarm. Guten Morgen. Da mal höher legen. Perfekt. Die sollten passen wie eine 1. Oder 2. Die sieht echt voll klein aus, ne? Ja gut, muss ja dementsprechend Reifen drauf, ne? So. Ja. Wir nehmen 315, 110, 20. Ja, wenn schon, denn schon. Wenn wir schon keinen Widebody bauen. Check. Boah, ist das schwer. Also die sind ja original richtig schwer. Warte, ich stelle die hier weg. Next one. Chuck. Loch suche. Ah, guck mal. Fertig. So, gucken hier, was wir ein bisschen ablassen, dass das nicht den Schlauch kaputt macht. Viele haben sich auch gefragt, oder viele haben mir geschrieben, dass ich hier so viel mache, in der Werkstatt und so weiter, oder ab und zu selber schraube. Das ist richtig. Stimmt doch. Ab und zu. Du hast gesagt, man darf nicht lügen. Was? Du hast gesagt, man darf nicht lügen. Wow. Ja, jeder macht alles hier, ne? Ja gut, wir sind ja eine kleine Familie und jeder, der hier ist, ja, muss das mögen. Warte, ich bin ja komplett falsch. Meine Belze was montiert, weißt du? Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir haben das Auto abgelassen. Guck mal, wie klein die wirken, ne? Da müssen dicke Räder drauf. Aber so richtig dicke Räder drauf, ne? Ach, der muss. Da klopft jemand an der Tür. Guck da, bei den Dings hier. Die wirken echt klein. Sascha, was sagst du? Klein, ne? Ja. Ich glaube, wenn wir das. Aber schon 20 Zoll. Ne. Ja. Ich meine, vorher hatten wir 18, glaube ich. Nicht zeigen hier bitte. Hier stehen Sachen, die man nicht sehen soll. 18, ja. Also wir sind schon 2 Zoll größer, aber das Problem, was wir haben, ist. Zeigen wir jetzt. Oh. Guck mal, ich stehe. Ich stehe komplett ab. Kann man das von vorne sehen, Mann? Mhm. Warte. Aber. Das ist genau richtig. Ja, aber geht ja nicht. Ja, Plan B. Wo die Leute schon seit Anfang des Videos drauf warten, dass du das jetzt sagst. Nein, ich werde nie sagen Widebody. Aber Widebody. Weiß ich noch so einen Donner, vielleicht hat er mir falsche IT geschickt. Guck mal hinten, wie es abstehen. Boah. TÜV frei. AB. Ja gut. Boah, guck mal von hinten. Das ist dezent, ne? Dezent, Juni. Ich glaube, die winken uns sofort. Meine erste Ampel, wenn wir hier rausfahren auf so ein Grundstück, wenn schon uns hier rauswinken. Nachdem wir das Video gesehen haben, auf jeden Fall. Ja. Der Don geht nicht dran. Ich weiß warum. Er weiß warum. Morgen! Guten Morgen! Alles gut? Alles bestens. Was kann ich für Sie tun? Das hört sich an wie bei der Telekom. Du bist ja gerade in meinem Video. Bitte nicht weitersprechen, okay? Immer, okay, Don. Dann werde ich das Ganze nur mal ein bisschen verkürzen. Ich möchte jetzt etwas dazu sagen. Ja? Ich lade einen guten Freund von mir ein. Ich nehme ihn mit. Er füllt mich ab und haut ab mitten in der Nacht. Kennst du den? Nö. Auf jeden Fall, Don, wir wechseln das Thema. Hör mal, die Felgen, die du mir geschickt hast, die stehen ja 3,30 Meter ab. Darf ich mich dazu äußern?
gibt es einen Trick 18 oder ist vor? Ne, die sind doch alle vier gleich, oder nicht? Von ET? Die sind alle vier gleich, du hast alles reine Absicht. Du bist doch Trio, oder? Ja. Du bist doch König der White Buttons, oder? Ich dachte, das Wort darf ich nur sagen. Ja, was soll ich überall? Okay. Muss ich einen extra White Body bauen? Ich hab dir nicht geschickt, damit du damit normal auf der Straße fährst. Ich möchte einfach, dass du von der Polizei alle 10 Meter angehalten wirst. Also bau bitte einen White Body, so wie es gehört. Aller Brio Design. Und da musst du sehen, das Ding ist einfach brachial. Ja, aber cool, die stehen ja komplett ab. Aber siehst du, da hat sich der Anruf schon gelohnt. White Body bei Brio Design und das scheint. Das passt irgendwie, das gefällt mir. Die Kosten darf ich an dich schicken für die Entwicklung? Ich bin umgezogen, ich weiß nicht. Lösch meine Nummer. Aber ey, Don, die sind ja auch mit TÜV, ne? Alle Felgen, die wir produzieren, sind alle mit Gutachten. Ohne Wenn und Aber. Alles mit Gutachten. Das heißt, also die sind mit Gutachten, das heißt, wenn ich mit dem Auto fahre, muss ich immer gutachten, dass die Polizei nicht da ist. Achso, also wenn ich die eingetragen habe, muss ich nicht mehr gutachten. Kriegst du einfach rein, genauso wie dein Bodykit, und dann ist es im Schein drin und dann ist Sache erledigt. Hey Don, das heißt nicht Bodykit. Wir haben keine Bodykits, das heißt Bodykit. Guck mal, Don. Ja, ich habe mich so gefreut, ich montiere die Räder drauf, fertig, aus. Aber das ist... Ich habe mich auch immer auf deinen Anruf gefreut. Ich wusste, dass du mich anrufst. Aber nein, theoretisch jetzt. Hast du auch Räder, die passen für das Auto? Also wir produzieren wirklich für fast jeden Offroad momentan weltweit. Wir haben Felgen, es muss nicht ein üblicher White Body sein. Du kannst Räder auf Fahrzeuge montieren, mit oder ohne Verbreiterungen. Es gibt solche und solche. Aha, okay. Es liegt immer an der Einperspektive. Aber da ich ja mit Brio zusammenarbeite, möchte ich bestimmt kein Fahrzeug jetzt auf den Markt bringen, wo jede andere Farbe montiert oder fährt, sondern wir bringen was besonders raus. Also du hast mich. Das hast du mit Absicht gemacht. Das war 100% rein. Ich stehe so viel ab. Also jetzt machen wir es wirklich so, wir machen jetzt so was Extremes, machst du einen White Body Kit drauf mit einem Offroad-Reifen, dann wird das Ding wirklich perfekt. Dann ist es ein Unikat und nicht von der Stange, was andere jetzt anbauen. Ja, okay. Na gut, machen wir. Norm, hol den Scanner. Okay. Hey, ich sag dir, ich glaube, wenn wir beide in einem Video drinstehen, das wird ja katastrophal. Wir drehen, fliegst du nach Las Vegas? Ja, ne? Was war das gerade für eine Frage? Ja, da drehen wir mit Don ein Las Vegas Tour im Flieger schon. Ja, Leute. Okay, machen wir. Don, auf jeden Fall, lass mich scannen. Bis dann, tschüss. Ciao. Ja, Leute. So, sieht's aus. Guten Tag, Leute. Auf jeden Fall, hol den Scanner und los geht's.